Yo Leute, was geht? Chaotic hier und willkommen zur Analyse des vorletzten Achtelfinales Eduard Money vs. Skyboy. Von allen Battles bisher wohl das stärkste und meist gehypte. Leider bisschen viele Dislikes auf Eduards Runde, was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann. Also mal ehrlich, Eduards Runde ist die meist gedislikte Runde im Achtelfinale. Und das nach nur einem Tag. Ihr tut weder euch selbst noch Skyboy einen Gefallen, damit Gegnerrunden zu disliken. Merkt euch das. Sollte man nicht eher respektieren, dass die beiden einander ernst genommen und nicht unterschätzt haben und auf Augenhöhe begegnet sind? Naja, im Vergleich zu vorherigen Battles ist dieses hier schon etwas auf einem anderen Niveau und das auf beiden Seiten. Weshalb es dieses Mal auch besonders hart wird, sich von einem der beiden verabschieden zu müssen. Ich hoffe, ihr seid auf beide Möglichkeiten vorbereitet. Am Ende des Videos erfahrt ihr die erste Viertelfinalpaarung für nächste Woche und am Sonntag kommt das letzte Achtelfinale Nox vs. Basket. Okay, dann legen wir auch direkt mal los. Die Videos. Sehr, sehr schwere Sache hier, wie ich finde. Wir haben hier zwei absolut hochwertige, stylische und einfach geile Videos, die sich überhaupt nichts von der Corona-Zeit anmerken lassen. Eduard kommt passend zur Atmo der Runde eher düster um die Ecke mit passendem Schnitt und Effekten. Gegradet ist das auch ziemlich geil und hebt Farbkontraste schön hervor. Er performt auch gut und coole Edits sind auch hier und da zu finden. Bei Skyper ist das Video ebenfalls passend zu seinen Beats, anfangs fröhlich und dann atmosphärischer gestaltet, mit gutem Schnitt, passender Performance und einfach toller Stimmung. Beide Videos sind ziemlich geil, aber dennoch finde ich, dass bei Eduard mehr Wert auf Ästhetik und Style gelegt wurde. Die Kamerafahrten sind sehr nice und mir passt das Ganze einfach nochmal ein Stück besser zur Audio als bei Skyboy. Nichtsdestotrotz wäre es absolut unfair, Skyboy hier keinen Punkt für die krasse Leistung zu geben, also habe ich mich entschieden, beiden den Videopunkt zu geben, aber behalte es mir für den Extrapunkt im Hinterkopf, dass ich Eduards im Gesamten nochmal ein Stück besser fand. Weiter geht's mit dem Flow. Skyboy ist schön entspannt mit Good Vibe Feels und Musikalität unterwegs. Was den Rap-Skill und die Flows angeht, ist die Runde auf einem soliden, guten Level, aber hat jetzt auch keine Stelle drin, wo ich mir dachte, boah, war das geil gerappt. Wie gesagt, er rappt wirklich angenehm und beweist auch seine Routine, aber gerade im ersten Teil der Runde ist mir das fast etwas zu eintönig. Der zweite Teil der Runde ist wiederum schön musikalisch und abwechslungsreich. Gerade bei den Gesangspassagen und gesungenen Doubles hat er sich ziemlich gesteigert und das klingt alles sehr nice und nicht mehr zu abhängig von richtig penetrantem Autotune. Aber das Ganze zählt dann doch eher zum Soundbild. Die Pausensetzung bei Skyboy ist ganz nice und es war keine Stelle im Track, die von der Silbensetzung her unrund klang. Nur die Betonung fand ich an wenigen Stellen ein bisschen komisch, aber jetzt auch nicht so sehr, dass es mich beim Hören der Runde gestört hat. Im Großen und Ganzen ist das eine gut gerappte Runde, die gerade im zweiten Teil auch etwas mehr Abwechslung bietet. Aber krass oder anspruchsvoll gerappt fand ich das Ganze halt nicht. Die Beats, die er gewählt hat, unterstützen auf jeden Fall seinen Rap und harmonieren gut mit den melodischen Stellen. Es sind aber auch relativ simple Beats, die leicht zu berappen sind. Was den Beat angeht, hat Eduard sich ein absolutes Brett vom guten Roughneck produzieren lassen und holy fuck, ist das ein geiles Instrumental. Also no joke, ich habe das Instrumental locker öfter angehört als beide Runden zusammen. Und das soll was heißen. Wer Interesse an dem Beat hat, kann sich den übrigens über den Link in der Beschreibung gerne gönnen. Aber genug davon. Eduard nutzt seine Stärken aus und setzt seine flowlichen Highlights mit triolischen Flows passend zum Beat, abwechselnd mit langsameren Passagen. Eduard schafft es mit Stimmeinsätzen, guten Betonungen, auch eine schön abgehobene Attitüde mit reinzubringen und die Runde wirkt dadurch auch sehr böse. Was die Silbensetzung angeht, ist das auch um einiges anspruchsvoller als bei Skyboy, auch wenn es allgemein gesehen jetzt auch kein Überschritt ist. Er baut dennoch eine harte geile Atmo auf mit seiner Mixtur aus Betonung, Stimmlage und Beat. Extra rappt seinen Part solide, auch wenn ich die erste Hälfte davon ziemlich monoton fand. Dass beide Parteien routinierte Rapper sind, brauche ich wohl nicht zu erwähnen, aber was den Rap-Skill angeht, sehe ich Eduard dank seiner Abwechslung, der Silbensetzung und dem Stimmeinsatz schon etwas weiter vorne. Gibt von mir ein 2:1 für den Flow an Eduard. Das Soundbild. Kein leichtes Thema bei zwei so unterschiedlichen Stilrichtungen, gerade wenn mir persönlich der eine Welten mehr zusagt als der andere. Und ja, ihr wisst genau, was Chaotic jetzt sagen würde. Zwinker, zwinker. Wie vorhin schon angeschnitten, überzeugt Skyboy vor allem mit Musikalität und der guten Umsetzung davon. Der erste Part ist für mich zwar etwas eintönig, aber Darth Mortys sehr schöne Hook ist ein guter Abschluss für Teil 1 der Runde. Und gerade in Teil 2 legt Skyboy richtig los. Viele gesungene Passagen und schön gesungene Reim-Doubles, die nicht nur perfekt mit dem Beat harmonieren, sondern auch eine tolle Abwechslung ins Soundbild reinbringen. Auch seine eigene Hook am Ende
Ende der Runde schließt das Ganze nochmal sehr angenehm ab. Ich finde, Skyboy hat sich im musikalischen Aspekt nochmal sehr gesteigert und konnte jetzt damit auf voller Linie überzeugen. Eduard wiederum gibt mit seiner Runde hart aufs Maul, delivert seine Lines sehr böse und nutzt sowohl sehr langsame als auch schnellere Flows, die im Gesamten ein fettes Soundbild ergeben. Auch die Hook finde ich ziemlich geil und passend, auch wenn sie anfangs sehr gewöhnungsbedürftig war. Persönlich sagt mir der In-die-Fresse-Rap von Eduard mehr zu als der chillige Good-Vibes-Rap von Skyboy, aber beide haben ihre Sache sehr gut gemacht und soundtechnisch schön abgeliefert. Ich gebe beiden den Punkt. So weit, so gut. Nun geht's mit den Punchlines weiter. Fangen wir bei Skyboy an. Gleich im Einstieg nimmt der Eduard schon gut Hops, denn er hatte in seiner Quali ja Clips von Morty und mir auf einem Bildschirm laufen. Die nächsten vier haben mir dann nicht so getaugt. Einmal kann Eduard nicht gut rappen und einmal ist er dick und sieht aus wie bitte hier x-beliebigen Dicken einfügen. Sind halt ziemliche Standardaussagen. Die JBB-Line wiederum fand ich dann ganz witzig. Die Zeile mit Maverick raff ich gar nicht. Warum vergleicht er jetzt Maverick mit Ehre? Also das einzig Sinnvolle hier für mich ist, dass sich lächerlich auf Maverick reimt. Lol. Die letzten 6 Bars von Part 1 sind dann durchgehend ziemlich geil. Moralischer Kompass, Let It Rip, absolut klasse. Waterboarden mit Speichel, absolut widerlich, aber geil. Money verstreut fliegen lassen wie bei La Casa de Papel. Punch zwar nicht so hart, aber geile Haus des Geldes Line. Für die Hinterwäldler unter euch, die Haus des Geldes nicht geschaut haben, La Casa de Papel ist der spanische Originaltitel. Dann bei Morty in der Hook fand ich die Aussage geil, dass jeder Eduard für Flow hält, weil er so viele Videos für ihn gedreht hat. Okay, weiter geht's mit Part 2. Die Capital Bra Line als Einstieg fand ich ziemlich witzig, aber das danach mit Jabba the Hutt dann wieder kacke. Ist halt wieder so eine 0815-Line mit du siehst aus wie eine Mischung aus X und Y. Gerade Jabba the Hutt wurde schon so oft benutzt. Find's ja sowieso ziemlich fragwürdig, fast ausschließlich dicken bzw. fetten Lines gegen Eduard zu bringen, wenn er nicht mal fett ist. Und da passt Jabba einfach nicht für mich. Ist wie zu einem Lauch Ast zu sagen. Super übertrieben, aber unwitzig. Also zumindest sehe ich das so. Hashtag genau sowas würde Timatic sagen. Oh warte, hat er ja. Was dann wiederum eine absolut geile Übertreibung ist, ist zu hinterfragen, ob irgendein Mensch auf diesem Planeten Corner beim Sumo-Ringen schlagen kann. Da habe ich herzlich gelacht. Bei der nächsten Line bin ich so hin und her gerissen. Edu als Tetris-Blockschädel abzustempeln, finde ich nicht nur unpassend, sondern halt komplett kontraproduktiv, wenn man sonst nur fetten Lines bringt. Fette Leute haben gewöhnlicherweise einen runden Schädel und keinen eckigen. Aber wie er das Ganze verpackt mit etwas Fett an den Wangen, konnte ich dann schon feiern, also nehme ich die Line mal so hin. Das Fronten von Edos triolischen Flows fand ich dann eher so meh. Es ist ganz witzig, ihm das so vor Augen zu halten, aber punchen tut es nicht. Seinen Double Time als Wack zu bezeichnen finde ich zwar blöd, aber die Line darauf umso besser. Musste zwar googeln, wer das ist ein Autofahrer gewesen, der mit einem Fahrer vor sich kollidiert ist, weil er zu schnell war und dabei ist er halt verreckt. Ein geiler Vergleich. Das mit du bist toxic, weinerlich, edgy und wack ist gerade nach Edos Intro gegen Testu halt so richtig Real Rap und witzig. Aber mehr dazu dann bei Eduards Text. Das mit Bobo ist dann auch noch ganz nice. Und die Abschlussline ist sehr geil. Wir haben alle darauf gewartet, dass sie kommt und sie kam schneller als erwartet, aber auf jeden Fall ist sie sehr, sehr nice. In der Hook am Ende war das mit Katja Krasavitsch noch unerwartet witzig und auch dieses Rip deine Knochen-Kit, was da so gesungen wird, hat mich zum Schmunzeln gebracht. Alright, und das war's mit Skyboys Runde. Sehr viele witzige Lines drin, auch paar Highlights, aber leider fast ausschließlich dicken Lines, was im Gesamten halt nach paar Mal hören einfach nicht mehr so witzig ist. Naja. Okay, aber dann schauen wir mal bei Eduard rein. Er beginnt die Runde, indem er sich erstmal ziemlich salty über Testu und dessen Bewertungen auskotzt. Kann man das machen? Auf jeden Fall. Sollte man sowas machen? Ist jedem selbst überlassen. Er bringt das ja ziemlich episch rüber, aber kommt gerade durch diese Aggressivität und vor allem die Formulierung halt komplett toxic, weinerlich und edgy, wie Skyboy sagen würde. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wird auf jeden Fall nicht in die Punchlines mit einberechnet. Sonst wäre das sowas wie Themaverfehlung 6 Sätzen. Das Intro baut dennoch gut Atmo auf und Eduard legt delivery-technisch so richtig los. Der Einstieg ist leider erstmal ein Flop, weil ich den Vergleich von Scheiße und Alan einfach nicht nachvollziehen kann. Die Rock-Bottom-Zeile danach kommt dann aber richtig geil. Für die, die nicht wissen, was gemeint ist, davon ist die Rede. Ich kann ihren Akzent nicht verstehen. Der nächste Bus nach Bikini Bottom. Ach so, sagen Sie das doch gleich.
Die Line im Anschluss mit Nasenbluten kann ich so richtig fühlen, weil ich auch so ein Kid war, der ständig Nasenbluten hatte. Also feiere ich das. Das mit TNM Main Talk und While raff ich dann überhaupt nicht, muss wohl irgendein Insider sein, aber bei der Formulierung checkt man null, was gemeint ist, wenn man nicht weiß, um was es geht. Aber ich wollte trotzdem anmerken, wie unfassbar geil diese Line delivered ist. Obwohl ich die null check, wirkt sie wie eine Überpunchline, kann sie nur leider nicht als eine werten. Der letzte Vierer haut dann aber richtig rein mit der sehr stumpfen Sandan-Line als Konter auf Skype Boys Quali und die Abschlussline ist für mich die beste Line des Battles. Achtelfinale Skype Boy, in dem Battle bist du unterwürfig und das mit euch niemand fickt es bei Alina bisschen unterwürfig. Erstmal bringt er das so geil rüber und das fickt halt komplett böse rein, Alter. Vielleicht übertreibe ich hier ein bisschen, aber für mich ist das die geilste Line im Achtel bis jetzt und die einzige, die ich hier mit blau markiert habe. Ich glaube, das ist ab jetzt eine coole Idee, so absolute Überpunchlines nochmal extra hervorzuheben. Wie auch immer, ich finde die Line viel zu geil. In der Hook fand ich dann das Autotune-Lama ganz witzig und den Abschluss davon habe ich auch gefeiert. Ich wünsche, du wärst Zachary und das hier ein Rückrundenbeat. Schön. In Part 2 steigt Edu erstmal komplett geil ein und macht da weiter, wo er in Part 1 aufgehört hat. Bei der Gleitgeh-Line habe ich mich komplett weggeschmissen und die danach ist wieder so richtig böse. Du bist die Hook-Schlampe von dem, der deine Ex-Freundin fickt. Boah, das hat schon einen sehr bösen Klang an sich. Die Line danach fand ich richtig eklig und ich habe ein bisschen den Respekt vor Edu verloren, jetzt wo ich weiß, dass er gerne mal in die Dusche pisst. Die Bandana-Line kommt vor allem durch die Formulierung ziemlich stumpf und witzig. Dann kommt der gute Extraherd mit so richtig trockenem, aber geilem Humor um die Ecke und direkt die ersten vier Lines sind geil. Wirft einfach schön Bilder in den Kopf, wie Skyboy versucht Arztpraxis auszusprechen oder wie zum Fick sich ein gelispeltes Y anhören könnte. Sehr geil. Das mit dem TNM Teddy fand ich dann eher nicht so geil, aber der Abschluss ist nochmal schön trocken, auch wenn die Line schon hart an der Grenze zu behindert ist. Yes, ja, und dann sind wir durch mit den Punchlines. Ich habe wirklich sehr viel und lange überlegt, wie ich hier die Punkte vergebe. Nach dem ersten Eindruck lag Skyboy für mich ein Stück vorne, weil es mir nach mehr guten Lines als bei Edu aussah. Jetzt, wo ich die Texte gefühlt 50 Mal gelesen und angehört habe, muss ich ehrlich sagen, dass ich beide ziemlich eben auffinde. Skyboy hat ausschließlich Lines, die sehr witzig sind und Eduard wiederum hat viele Lines, die eher sehr böse kommen. Ist wohl ziemlich Geschmackssache, was man bei Punchlines hier bevorzugen kann, aber ich kann beides gleichermaßen feiern. Klar sagt mir persönlich das Bösere etwas mehr zu, aber ich habe schon echt viel gelacht bei Skyboys Runde. Auch von der Anzahl der Punchlines her haben beide so ziemlich gleich viel Gute. Man könnte jetzt beide ein bisschen kritisieren und sagen, Edu hätte mal das Intro gegen Testu weglassen sollen, um 4 Bars mehr gegen Skyboy zu schreiben und Skyboy hätte mal nicht so viele dicken Lines bringen sollen. Aber ich finde das gar nicht mal so nötig. Skyboy bringt einen zum Lachen und Eduard delivert sehr stark und böse. Beide Runden haben mich textlich gleichermaßen unterhalten, weshalb ich beiden auch die gleiche Punktzahl geben möchte. Und weil ich immer so strikt und streng bin, dachte ich mir heute mal, hey, gönn doch mal ein bisschen. Also bekommen beide die 3 Punchline-Punkte von mir. Warum denn auch nicht? Ich finde, beide heben sich hier textlich etwas von den anderen Achtelfinalrunden ab, auch wenn sie noch nicht ultimativ krass sind. Und warum denn immer so geizig sein, hm? Also 3 Punkte für beide. Zu guter Letzt der Extrapunkt. Wie vorher schon angekündigt, findet Eduards Video für mich hier nochmal extra Anerkennung. Klar könnte ich jetzt beiden den Extrapunkt geben, weil beide krass abgeliefert haben, aber genau dafür ist dieser Punkt doch da. Nicht um bereits belohnte Sachen zu belohnen, sondern extra Lob auszuschenken. Im Soundbild und bei den Punchlines sind beide für mich auf Augenhöhe, aber Eduard ist in Sachen Rap-Skill einfach noch versierter unterwegs und er hat uns das qualitativ und technisch beste Video bis dato gebracht. Mein Extrapunkt geht an Eduard Money. Somit habe ich von meiner Seite eine Gesamtpunktzahl von 8-6 für Eduard Money. Sehr, sehr knappes Battle, aber für mich ist Eduard der Sieger. Aber ich kann jeden absolut verstehen, der das an Skyboy geben würde. Okay, und damit gebe ich nun weiter an Styx zu seiner Bewertung. What up, people? Styx ist wieder back mit der Bewertung zum Battle Eduard Cashflow gegen Skyboy Bubele. Das Battle, welches in meinen Augen bisher das sowohl krasseste als auch knappeste Battle ist. Und wie immer fangen wir direkt an mit dem Video. Eduard kommt da mit einem bombenstarken Video von KAP um die Ecke, welches absolut hochwertig produziert ist. Die Kamerafahrten sind ultra clean, die Qualität ist top, die Nachbearbeitung ist on point und selbst die recht unspektakulären Locations im Video werden durch die Nachbearbeitung und Edus Performance nicht langweilig anzuschauen.
Jetzt zum Video von Skyboy. Auch hier sind die Kamerafahrten richtig nice, die Zeitlupeneffekte passen super zum Vibe der Runde. All in all finde ich, dass Skyboys erster Part im Video deutlich anspruchsvoller gedreht und bearbeitet ist als der zweite, weswegen der zweite Part meiner Meinung nach videotechnisch da ein bisschen mehr schwächelt. Könnte man für das Video mehr als nur einen Punkt vergeben, wäre Eduard bei mir wohl etwas weiter vorne als der Boy, aber da das nicht der Fall ist, gibt es von mir ein 1:1 im Bereich Video. Weiter geht's mit dem Flow. Da haben beide ordentlich abgeliefert, aber trotzdem ist es da schwer zu sagen, wer hier die Oberhand hat, da die Stilrichtungen der beiden Runden sehr weit auseinander gehen. Die Flow-Patterns bei beiden sind sehr anspruchsvoll und beide schaffen es, den Beat perfekt mit dem Flow zu ergänzen. Bei beiden sind sowohl die Pointensetzung als auch die Pausen gut gesetzt und der Flow wirkt bei beiden sehr routiniert und ausgereift. Es ist mir da wirklich schwer gefallen, hier eine klare Linie bezüglich den Punkten zu ziehen, aber aufgrund dessen, dass Eduard meiner Meinung nach etwas anspruchsvollere Flow-Patterns als Skyboy hat, gibt es von mir ein 2:1 für Eduard im Flow. Jetzt zu den Punchlines. Wie gehabt werde ich nicht so krass deep auf die Lines eingehen, da Chaotic die Runden textlich wie immer schon ordentlich zerlegt hat und sich die Analyse auch nicht unbedingt auf 40 Stunden strecken muss. Bei Eduard konnte ich das Skit am Anfang der Runde schon sehr enjoyen. Ich stehe auf stumpfen Humor und deswegen hat mich das auch komplett abgeholt. Insgesamt finde ich bei Eduards ersten Part den Punchline technisch nicht so stark wie den zweiten, entweder weil ich zu dämlich bin, um da die guten Lines zu checken, oder weil es wirklich nicht so viele nice Lines gibt wie im zweiten Part. Extra herb hat er auch ein paar richtig witzige Lines, die sich gut mit Eduards Lines ergänzen. Meine Highlights der Runde sind der erste Vierer des zweiten Parts, vor allem die S-Laute als Gleitgel benutzen Line, auch die Abschlussline im zweiten Part, bei der er meint, dass Skyboy das Bandana wieder tragen soll, damit er trocken bleibt, feiere ich mega. Auch extra herb hatte nice Lines wie "Wir sind Genies", wie der Dude, der das Wort Lispeln erfunden hat, und die Abschlussline seines Parts mit der Aussage "Du hast Bobo besiegt, Glückwunsch, dann kauf dir einen Stein" oder so. Ist mega stumpf und genau deswegen so nice. Weiter geht's mit den Punches von Skyboy und der hat mich wirklich krass geflasht mit seinem Text. Fast pausenlos ballert er da eine geile Line nach der anderen raus. Und auch bei ihm ist der zweite Part um einiges stärker als der erste. Dafür ist seine Punchline-Dichte insgesamt schon ziemlich hoch. Normalerweise müsste ich bei meinen Highlights der Runde ca. 75% des Inhalts reinpacken, aber ich beschränke mich mal nur auf die, die mich am meisten zum Lachen gebracht haben. Im ersten Part waren das auf jeden Fall die Let It Rip Line und die, in der er sagt, er würde Eduard mit seinem Speichel waterboarden. Im zweiten Part hat mich dann direkt die Capital Bra Zeile weggehauen, mega entertainend und kreativ. Die Jabba the Hutt Line kam nice, dass du Nuttensohn dick bist, hat mich mega abgeholt. Die Aussage mit dem "Wen willst du Pfeife verarschen" kam mega geil und die Abschlussline des zweiten Parts ist auch richtig witzig und schön. Aufgrund dessen, dass Skyboy meiner Meinung nach hier die höhere Punchline-Dichte hat, aber Eduard auch not bad abgeliefert hat, gibt es in den Punchlines von mir ein 2:3 für Skyboy. Kommen wir zu dem Soundbild. Im Soundbild schenken sich hier beide absolut nichts. Die Mischen von beiden sind wirklich nice und beide haben es geschafft, mich auf gewisse Art und Weise zu überzeugen. Eduard mit seiner Attitude, passenden Betonungen und einer bös bretternden Hook, welche absolut geil zum Beat passt, und Skipeboa mit seiner Musikalität und den Beats, welche ich persönlich sehr feiere. Es wäre unfair, einem von beiden keinen Punkt im Soundbild zu geben, weil sich beide in der Kategorie reingehängt haben und ich mir beide Runden wirklich gut geben konnte. Deswegen gibt's von mir ein 1:1 im Soundbild. Extra Punkt. Insgesamt finde ich beide Runden mega gut und unterhaltsam. Edus Runde wegen dem Video und seinem Flow und die Skyboy-Runde wegen der Musikalität und den Punchlines. Deswegen bekommen in diesem Battle von mir beide den Extrapunkt. Damit komme ich auf einen insgesamten Punktestand von 7:7 und gebe jetzt weiter an unseren heutigen Gastjuror. Peace out. Direkte Formulierungen, die nehme ich gar nicht her. So wie du deliverst, wirkt im Endeffekt doch jeder Part wie Scherz. Wenn ich denke, der hätte seine Gegner in 1000 Splitter gesprengt, doch er sieht die Hälfte der wacken Lines nicht bei so viel Augenzwinker der Text. Lasse die Leute mit meiner Tarnung grad erblinden. Ich bin den aber kleinen Grinsen. Und trotzdem bin ich depressiv. Du Feminist und dein Sozialpalaver, bitte. Dafür erntest du von Falk und Kevin nur tadelnde Blicke. Fraueneigenschaften findest du peinlich an dem Dudes. Dann entfalt ich den Sexist und er schmeißt dich aus der Crew. Yo, was geht? Hier ist Scepter. Chaotic hat mich gefragt, ob ich dieses Battle bewerte und mehr Vorstellung braucht ihr jetzt auch nicht. Also, ich finde beide Videos sehr nice. Skyboy finde ich vor allem im ersten Part bisschen atmosphärischer, es passt zum Beat, die Farben sind schön warm gehalten. Den zweiten Part finde ich dazu recht Standard, aber er hat alles schön performt. So vor allem dieses "Genug von deinem Gewicht, du Nuttensohn bist dick", dieses Umdrehen so. Ich finde das witzig. Eduard hat ein witziges Intro, er hat eine bessere Kameraführung, Beleuchtung, auch dieses, dass er aber dann wie so ein Schatten wirkt, passt zu der Atmosphäre.
Hätte Skyboy den zweiten Part so stimmig hingekriegt wie den ersten, dann wäre es trotz technischer Defizite ein 1:1 gewesen. So vergebe ich aber ein 1:0 an Eduard Money. Kommen wir zu Flow. Da flowt Skyboy meiner Meinung nach routinierter auf den Beats. Er ist on point, er passt sich den Beats besser an, er betont einzelne Zeilen nochmal speziell, es kommt alles gut an. Eduard flowt größtenteils souverän und versucht auch abwechslungsreicher zu sein, aber es will bei mir nicht so ganz zünden. Die Double-Tap-Passagen sind zwar sauber, aber fühlen sich ab und an einfach deplatziert an. Mir gefällt, wie er so flowlich den Part immer aufbaut, so wenn der Beat ein bisschen leerer ist, so wenn er langsamer und leiser rappt, bevor es so in die Fresse geht. Es bringt gut was an Atmosphäre. So, Eduard rappt ganz solide, weswegen er jetzt auch nicht 0 Punkte verdient, aber Skyboy klingt für mich einfach routinierter, deswegen, dass für mich dann 2-1 an Skyboy geht. Vom Soundbild her kommt Skyboy mit zwei Beats an, die sich vom Vibe her sehr gut ergänzen und wie gesagt rappt er auch sehr gut drauf. Die erste Hälfte klingt schon etwas so nach einem chilligen Sommerhit, die Morty Hawk passt auch super drauf, finde ich passt alles. In der zweiten Hälfte mag ich die Details aber mehr, so dieser gesungene Einstieg, die Autotune-Doubles, die sind meiner Meinung nach so perfekt dosiert, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und ich finde sogar, dass er die Morty Hook am Ende auch noch toppt, so dieses rund, 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 das ist ein richtiger Ohrwurm, bleibt bei mir wirklich noch Tage danach hängen. Mixing finde ich ganz okay, es hätte vielleicht etwas mehr komprimiert werden können, aber das ist Geschmackssache so, es passt aber trotzdem zu diesem smoothen Sound. Eduard hat einen brachialen Beat gepickt, auf dem er wie gesagt eigentlich auch ganz solide kommt. Ich finde, der Beat stellt ihn aber insgesamt ein bisschen in den Schatten. So, er ist so gut gemischt, gut in die Fresse, ich mag auch dieses runtergepitchte Double, so wie zum Beispiel am Ende des ersten Parts. Aber es gibt leider auch irgendwie ein paar Ausfälle für mich, so vor allem die Hook. Das klingt für mich einfach so irgendwie am Beat vorbei, obwohl es Onbeat ist, so harmoniert einfach nicht. Manche Doubles sind für mich auch nicht so ganz on point, so vor allem dieses ich will trocken bleiben, so das stört mich dann einfach. Und diese Echo-Doubles vor allem, die klingen so, als würde man einfach die Stille überbrücken, anstatt das irgendwie wie ein Stilmittel einzusetzen. Das harmoniert nicht so ganz. Extra Herb kommt dafür besser auf den Beat, klingt für mich auch direkt böser. Ich finde Eduards Beat zwar besser, aber was Skyboy mit seinen Beats macht, kommt bei mir einfach besser an. Dafür ein 1:0 an Skyboy. Kommen wir zu den Punchlines, da glänzt Skyboy im ersten Part vor allem durch die Delivery. So, ich finde den Einstieg ganz okay, die Phasenkind und die JBB-Line waren auch ganz witzig, die Let It Rip-Line war für mich das Highlight des Parts, ein schönes Bild im Kopf mit dem Beyblade. Den Lispel-Vorauskonter fand ich ganz in Ordnung, auch wenn die Lispel-Lines in Eduards Runde da schon eine stärkere Wirkung haben. Auf dem zweiten Beat kommt die Capital Bra-Line sehr gut, weil als ich das erste Mal die Eduard-Runde gehört habe, dachte ich mir was ähnliches. No front. Hat halt gepasst. Dieses genug von deinem Gewicht, du Nutten so bis dick, ist zwar nur ein Aufbau, aber ich fand das einfach sehr witzig. Das mit den triolischen Flows, da verstehe ich, was er als Front meinte. So, die haben den eigenen Namen, du bist nicht der Einzige, der die hat. So, aber ich finde die Umsetzung da eher suboptimal, so. Beim Rest so, alles nicht so krass, dass ich es erwähnen würde, ist alles recht solide, aber nichts mehr. In der Hook fand ich noch dieses, du hast kein Diabetes, Diabetes hat dich, ganz lustig. Bei Eduard finde ich den Seitenhieb an Alan recht witzig, die Sandan-Line ist schön stumpf, kommt auch gut und der Abschluss mit Alina kommt auch nice. Die Rock-Bottom-Line, die hatte eigentlich super Potenzial, aber die Umsetzung ging irgendwie komplett daneben. Ich musste im Text erst nachlesen, was dieses Geräusch überhaupt war, um dann zu verstehen, was überhaupt gemeint war. Die Hook ist in meinen Augen komplett Punchline-frei so, fand ich irgendwie nicht so cool. Die Gleitgeh-Line ist für mich die beste im ganzen Battle, die war richtig derbe. Die Folgeline kommt auch nice, aber den Rest finde ich irgendwie so nicht gut. Ich finde es dann vor allem daneben, wenn man wem mit Schlägen droht und dann aussieht wie das Unreal Tournament Kit. Keine Ahnung, es kommt einfach nicht gut rüber. Der Part von Extra Herb ist sehr gut. So, der Mann, der das Wort Lispeln erfunden hat, du lispelst bei einem Y, du bist mit Wild in der Crew. Alles gute Fronts, so bis auf die TNM-Teddy-Line, die fand ich so, meh. Ich finde, bei beiden ist noch Luft nach oben, was Punchlines angeht. Eduard hat eine krasse Highlight-Line, bis auf Extra Herb ist nichts mehr als solide. Als Gast fällt aber nicht so hart in die Wertung wie der Hauptact. Skyboy delivert besser und bleibt auch durchgehend auf ungefähr einem Level, was Punchlines angeht. Deswegen ist es für mich so eine kleine Tendenz, so 2-1 an Skyboy. Der Extrapunkt. Eduard ist für mich nur in der Kategorie Video wirklich besser. Der Beat ist zwar böse, aber die Lines und der Rap wollen bei mir nicht so richtig landen. Ich fand ihn in der Quali zum Beispiel deutlich besser. Da habe ich ihm dieses Härtere auch eher abgekauft und es kam weniger deplatziert. Skyboy fand ich vor allem soundtechnisch besser. Die Punchlines waren zwar solide und sehr gut delivered, aber mir hat da so ein Boom gefehlt, so wie die Gleitgel-Line von Eduard. Die Punkte an Eduards Runde, die mir am meisten gefallen, so bis auf diese eine richtig geile Punchline, sind halt Beat und Video und das sind halt Produkte von KRP und Roughneck und nicht vom Rapper selbst. Die Highlights bei Skyboy sind halt Sound und Delivery und die kommen halt auch vom Hauptact, weswegen das mehr ins Gewicht fällt. Deshalb gibt es von mir einen Extrapunkt für Skyboy und keinen für Eduard Money. Mein Endergebnis liegt also bei 6:3 für Skyboy. So, definitiv schönes Battle auf Augenhöhe gewesen, hab mich gefreut es zu bewerten. Und weil der letzte Gast das auch getan hat, mache ich das mal auch so. Falls ihr ein gutes Mixing braucht, schreibt mir auf Facebook, Insta, Twitter, was weiß ich so. Gebt mir euer Geld, ich mach das. Chaotic kann es euch bestätigen.
gute Qualität, zuverlässig. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Zepter, out. Vielen Dank und Liebe geht raus an dich, Zepter, für deine Bewertung und die immer tollen Mischen von dir, die mich arm machen, du Hund. Somit ist es vollbracht und fuck me, ist das Ergebnis knapp geworden. Ich habe Eduard vorne gesehen, Sticks beide eben auf und Zepter sieht Skyboy vorne. Mit einem Endpunktestand von 18 zu 19 gewinnt Skyboy dieses Battle, zieht ins Viertelfinale ein und bekommt 25 Eduards Nachname gutgeschrieben. Ich finde, das ist ganz klar ein sehr spannendes Battle gewesen und Testu und ich verneigen unser Haupt in Schande dafür, dass die Paarung schon im Achtel zustande kam. Nach Abschluss der Quali-Phase waren wir etwas zwiegespalten, was den sehr knappen Einzug ins Achtel von Skyboy angeht. Wir wissen, dass er was auf dem Kasten hat, aber hat halt nur sehr wenig bis gar nichts davon in der Quali gezeigt. Und Eduard ist ziemlich heftig in die Quali-Phase eingestiegen. Und mit dieser Paarung wollten wir eben schauen, ob Eduard dieses hohe Level halten kann und Skyboy mit einem guten Gegner die Chance geben, sich richtig zu beweisen. Und beide haben auf voller Länge überzeugt. Klar, leider sehr früh im Turnier, aber so haben wir immerhin ein sehr schönes Battle gesehen. Vielen lieben Dank an Eduard für den krassen und hochwertigen Output und wir wünschen dir viel Erfolg im SMB 2. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Analyse und wie immer viel Spaß mit der Teilnehmerpromo und auch mit der ersten Viertelfinalpaarung. Morgen bzw. Sonntag kommt Nox vs. Basket und wir hören uns nächste Woche wieder. Chaotic ist raus und Peace. Alter, du rappst nur eine Line und sie wollen deine Songs skippen. Ich bin angesagt, so wie ein Long Chicken. Extra Käse, lässt sich regeln, ich muss dir nicht viel erzählen. Und gibt es Reste, nein, dann würde ich dir die niemals geben. Ich bin ein ganz normaler Junge, nicht mal fertig mit der Schule, 19 Jahre alt und mache für mein Leben gerne Mucke. Ich war nie ein krasser Gangster und ich werde auch keiner werden. Ich bin ehrlich und ich rappe mir die Sache von meinem Herzen, hab mein Lebensziel gefunden.